In der letzten Folge hatten wir ja diese Probleme hier durchzukommen. Wir sind einfach durchgerannt. Und jetzt bemerken die uns wiederum nicht mehr. Ganz mal Rüstung. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Das ist der sicherste Weg. Bevor wir hier sterben. Mit 100 Leben. Das wäre echt bitter. Deswegen, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Schnell durch. Was ist denn hier? Rüstung. Okay, wenn wir hier runterspringen, verlieren wir Leben. Deswegen gehen wir einfach mal hier so lang. So. Heilige über Okkultes. Die Alchemie des Teufels. Bei sowas kriege ich Gänsehaut. Als Christ meine ich. Und wer hat darüber gesprochen? Helga. Ich habe sie gestern Abend gehört, als sie vor ihrem Zimmer Wache stand. Jeder weiß doch, dass sie dich für Geschichte interessiert. Das hat sie sogar in Wien studiert. Das ist mehr als das. Es ist übernatürlich. Zweifelst du etwa ihre Motive an? Natürlich nicht. Es ist nur... Sie ist Oberstleutnant der Spezialeinheit. Sie handelt nur zum Besten des Landes. Meinst du, es interessiert sie, was du denkst? Nein, aber... Sie könnte dich auf der Stelle erschießen lassen. Ja, aber... Warum bist du der paranormalen Spezialeinheit überhaupt beigetreten? Wenn du glaubst, dass solche Dinge unnatürlich sind, hä? Ich... Was? Ich dachte, wir würden etwas zum Anfassen suchen. Wie den Heiligen Gral zum Beispiel. Den Heiligen Gral? Ja. Ich was? Am besten verliert doch jetzt kein Wort mehr über diese Dinge. Was hab ich denn gesagt? Oh, die sind alle gleich. So, wir sammeln jetzt weiter. So. Okay, hier gibt's nichts mehr. Da oben habe ich Gold gesehen eben. Eine Goldbahn, die müssen wir einsammeln. So. Oh, hier hoch müssen wir. Bah, was ist das? Bah, ist das ekelhaft. Trotzdem müssen wir jetzt da durch. Diese Viecher. Oh, oh, die will ich jetzt nicht begegnen. So. Der erste sammelbare Gold 01. Wir haben den ersten. Dort kann man halt alles kontrollieren, ob man die Reihenfolge hat oder wiederum nicht. Der erste, zweite, dritte. Wenn man jetzt zum Beispiel den dritten, dann hat man wahrscheinlich den zweiten vergessen. So, wir gehen jetzt nach links weiter. Burg Wolfenstein. Zwei Gegner. Sieht er uns hier oben nicht? Wir müssen kurz warten. Wir können natürlich auch die Minigun benutzen, aber da hinten kann man, glaube ich, auch wo. Die ersten schalten wir jetzt aus. Der da gerade kommt. So, geil. Der andere versucht jetzt, glaube ich, zu schießen. Keine Chance. Null. Perfekt. Game over. So, gibt's hier noch was zu holen? Das müssen wir jetzt kontrollieren. Wir uns das einfach mal an. Leben habe ich genug. Minigun brauchen wir nicht, weil wir verlieren die Minigun. Später behalten wir sie. Und im Moment behalten wir sie dennoch nicht. Wenn wir durch Türen gehen, lässt man die dann fallen. Dann müssen wir das nicht einsammeln. Das eigentlich jetzt auch nicht. Weil das Leben geht ja runter. Puh. So. Ab zur nächsten Tür. Okay. Ein Hund. Dies könnte man wiederum schieben. Hier liegt Gold. Sammelbares Gold 02. Hier kann man das Länder klar schieben. Aber dies brauchen wir natürlich nicht, weil wir gehen jetzt einmal diesen Weg hier entlang. Dann töten wir einfach mal
erstmal den Hund. Wuff, wuff. Wo ist denn der? Klauen wir erstmal das Hundefutter. So. Oh, der arme Hundeleid. Das sieht irgendwie auch eklig aus. Ich habe es nicht bemerkt. Perfekt. Jetzt gehen wir einfach mal hier lang. Bevor wir jetzt da hinten weitergehen, ist glaube ich noch hier Rüstung. Wir müssen uns jetzt beeilen, bevor der wieder zurückgeht. Jetzt müssen wir extra nochmal einmal warten, bis er wieder sich umgekehrt hat. Das dauert etwas. Die laufen ja nicht Schnellgeschwindigkeit, sondern etwas langsamer. So, da hinten kommt er. Schnell aufmachen. Puh, geschafft. Okay. Okay. Das habe ich mich zuerst auch gefragt. Warum liegt er da und bewegt sich nicht? Das heißt, hier haben wir keinen Strom. Dort aktivieren wir den Strom und das Problem ist, wenn wir diesen hier zum Beispiel einfach lassen, dann auf einmal bewegt er sich und schießt auf uns. Und das wollen wir nicht. Deswegen Game Over. So, da hinten sind noch Kisten. Was ist denn hier? Leben, Leben und Leben. So, jetzt können wir den Strom wieder anmachen. Dort, hier hinten, Strom ist wieder aktiviert. Jetzt gehen wir einfach mal hier in den Fahrstuhl hinein und gehen einmal nach oben. Oder nach unten. Nach unten. Verstecken uns mal. Was ist denn da unten? Oh, 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 das ist ein Monster. Oh, ein Monster. Und da hinten ist wieder Gold. Schnell hoch hier. Kommt er. So, jetzt haben wir schon insgesamt 3 Goldbarren eingesammelt. Die Kisten verlegen. Okay. Oh, ey. Oh, oh, er hat uns bemerkt. Oh, Scheiße. Nicht schon wieder. Hallo? Oh, da ist er. Da muss man halt ein bisschen warten, bis sie sich umdrehen und weitergehen. Okay, der dreht sich um, was mit dem anderen. Oh, komm. Boah, das war knapp. So, hier durch die Tür müssen wir durchgehen. Ah, ist das mies. Der macht keinen Platz. Komm. Geh weiter. Ja, bist. Schnell, schnell, schnell. 30. 20. 10. Er schießt, er schießt, er schießt, er schießt. Oh mein Gott. Er wird gefressen. Der arme Hund. Scheiße. Ich komme in der Stunde wieder. Dann gehen wir Gassi. Wo ist Kreta? Die sehen alle gleich aus, ne? Alle Hunde sehen gleich aus. Jeder ist Kreta für sich. Komm! Yes! So. Da unten waren wir. Und darunter müssen wir. Nein, das sind so viele Hunde. Oje, Mini, oje, Mini. Bleib fort. Den Hunden will ich mich jetzt nicht anlegen.
Hier ist noch ein Brief. Notiz des staatlichen Vaterinners. Väterinners. Oder eher gesagt, Väterinners. Sorry. Wie gesagt, so getan, lest selber durch. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen hier durchgehen. Und hier runter. Hoch kommen wir denn auch nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang laufen. Bevor wir jetzt hier durchgehen, gehen wir einmal ganz rum, weil dort ist auch noch was versteckt. Was liegt hier? Einmal Gold. 4 Goldbahnen haben wir gefunden. Besser kann es gar nicht laufen. Jetzt können wir weitergehen. Oha. Hoch. Come on. Come on. Come on. Yes. Was müssen wir denn hier machen? Oh, eine Ratte. Uah, ist das ekelhaft. So. Oh, das ist ein Hund. Game over. So, wir müssen jetzt hier rausgehen. Und die Hunde erstmal alle töten. Dass wir Ruhe haben hier. Das ist kein Irrer. Kein Irrer. Hinter uns läuft hier hinten ist auch nochmal Gold. Wir zurückgehen und jetzt können wir weitergehen. Jetzt haben wir das schon eingesammelt. Wir können auch dennoch laufen, töten. Je mehr wir töten, desto höher kommen wir auch sogar in der besten Liste. Aber darauf will ich jetzt nicht ausschließen. Dafür habe ich andere Charaktere durchgelevelt hier. Sondern wir wollen halt die Geschichte verstehen und halt die Goldbahn einsammeln. Für die Leute, die das halt schwer finden und das zu finden. So, jetzt müssen wir den wieder ausschalten. Komm, komm, komm. Danke. Perfekt. So, jetzt gehen wir hier lang. G-4. Zwinger. Okay. Das ist die Irrenanstalt hier. Aber das Besondere halt, die Irrenanstalt, wo die Bekloppten sind, beziehungsweise das Gefängnis, wo die Zellen sind. Aber ich sag mal, das ist eine Irrenanstalt, weil die sich einfach so von der Kopf her, Denkweise her, ganz, ganz komisch sich verhalten. Das werden wir aber bei der nächsten Folge sehen. Bis dahin und tschüss.